Und damit wieder ein herzlich willkommen bei Kingdom Hearts. So, letztes Mal haben wir hier noch einen Speicherpunkt gesucht. Dia 3, den suchen wir jetzt im Moment nicht. Jetzt können wir hier rumlaufen und Sachen erkunden. Anleitung 2 zur Herstellung von Äther. Zutaten hinzugeben und kühlen. Anleitung 3 Zusatzexperiment zur Herstellung von mehreren Items. Dia 2. Anleitung 1 zu herstellen von Äther. Zutaten, eine Potion. So. Kochrezept 1, Ofen anmachen. Nicht Finger verbrennen. Nicht die Finger verbrennen. Oh, hier. Die Schöne und das Biest Tee-Service. Service. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich in Tarzan drin war oder nicht. Vielleicht weiß das jemand der Zuschauer, der könnte es mir dann reinschreiben in die Kommentare. So. Anleitung vollzählig, Zutaten hinzugeben. Das Experiment beginnt. Potion hinzugetan, jetzt kühlen. See ya. Ein voller Erfolg, Äther erhalten. Koche 2 fehlt. Kochrezept 2, Potion in den Topf geben. Ja, klar, das hängt an der Flagge. So. Fire! Ofen brutzelt das Feuer. Brutzel, Brodel, fertig. Hypoch. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal ins Zelt. Jetzt wird wieder geredet, normalerweise. Jane! Tarzan! Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English. So then... Obviously, you're not related to Tarzan. Are you here to study the gorillas? Highly doubtful. Sora! Goofy! Donald! A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Well, the more the merrier. Do make yourselves at home. Well, anyway, I'm staying. Huh? Sora, look what we found. Look at this. Ooh. Was ist das? Ein Gummistein, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Okay, mein Mikrofon
ist gerade nicht sehr vorteilhaft. Beziehungsweise steht gerade nicht für mich sehr vorteilhaft. So. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön. Du kannst mit mir kommen. Zumindest vorübergehend. So, einen Moment bitte. Ich versuche gerade, es ihr ein bisschen besser doch zu richten. So. Protesgummi erhalten. Wir nehmen aber Tarzan weiterhin mit. Tarzan, obwohl, wir könnten Goofy sofort draußen gebrauchen. So viel Zeit verloren, ne? Weil ich nicht speichern konnte und dauernd im Spiel musste drin bleiben. Naja. So, wir nehmen dann doch mal Goofy an Tarzan-Stelle mit. Und gehen draußen das hier aktivieren. Bevor wir das vergessen. Der 34. und 35. und 36. Welpe sind nach Hause gelaufen. So. Jetzt können wir hier nochmal rein. Wieso nehme ich eigentlich Donut mit, um ihn zu leveln hauptsächlich? Aber ich frage mich, ob die nicht alle leveln, auch wenn wir einen hier lassen. So. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von Gorillas aufgezogen. Mit ihm sprechen ist immer noch nicht so leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen, richtig. Du suchst also jemanden. Ja, er sagte, Rico und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias. Vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn die Dias alle hin? So. Du kannst dir die Dias im Projekt ansehen. Ich glaube, es gibt noch zwei mehr. Okay. Noch zwei. Toll. Der Moment, wo du dir denkst, das Leben verarscht mich doch. Das war ja gerade. Oh ja, hier komme ich hoch. Noch ein Dia gefunden. So, und da hinten liegt das andere. Sehr gut, jetzt müssten wir sie alle zusammen haben. Nochmal hier, so kurz heilen. Ein Schloss. Was hast du denn, Sora? Ach, was? Ach, gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Well, Tarzan? Where are my friends, Rico and Kairi? Hey, I thought... That leaves just one place. Kommt nur ein Ort in Frage. Young man, we've been in this jungle for some time now. Sie reden ja, stimmt. Dann lese ich But we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide...
Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Und für alle, die Tarzan gesehen haben, der Typ ist... Also, dem kann man nicht trauen. Das wissen alle, die Tarzan den Film gesehen haben. Oder die Serie. Ich glaube, davon gab es sogar eine Serie. Eine Kinderserie. Ich weiß zwar nicht, ob der Typ da vorkam. Was du denn jetzt her? Come on! Vor allem das Lager anzugreifen, ist nicht gerade schlau, ne? Jetzt läuft er wieder weg. Auf dem Wim hinterher. So leicht gibt's hier keinen Kommen. So, wo ist er hin? Das weiß keiner so genau, ne? Aber wenigstens finden wir hier was. Eine Mega-Potion und ein Mithril-Erz. So. Da kann man hochklettern. Wir finden ihn nicht, also laufen wir wieder zurück. Wir wollten ja zu den Gorillas. Das müsste ja dann im Dschungel sein, nicht im Bambusfeld. Oder wieder dieser Teil. Bambusdickicht, so. Ich glaube eher, dass die Gorillas hier bei den Bäumen sind, nicht beim Bambus. Der Nilpferd-Tümpel. Bin ich super gesprungen. Naja, ich glaube, hier kann ich auch so, ne? Ne, natürlich nicht. Sah nur so aus, als könnte man so. Das hier taucht nochmal unter, so wie ich das in Erinnerung habe. Genau. So. Und wieder hoch. Und. So. Und wieder der 25, 26 und 27. Welpe gefunden. Sehr gut. Da haben wir ihn. Den Chef. Kerchak, please listen to me. I know the nesting grounds are secret, but I trust them. You see, I want to help them because, well, they need us. Oh, did you get that? No! Kerchak! Kerchak! Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zu dem Bam
zu dem Bambus, ja, zu dem Baumhaus rüber gesehen. Mit Ranspringen kannst du dir eine Liane greifen und mit Hopp geht's weiter zur nächsten. Die Lianen reißen, hält man sich, die Lianen reißen nicht, man hält sich lange fest oder so. Außer man ist so ein Idiot wie ich und springt runter. Ja, wir versuchen trotzdem nochmal unser Glück mit den Lianen. Ja, ich hasse es. Nein! Trottel. Los, komm. Komm, mein liebes Nilpferd. Herz an. Ich hasse dieses Spiel mit dem Springen. Aber sowas von. Das, wenn man sich einen Schritt zu viel bewegt auf dem Nilpferd, fällt man ins Wasser, aber wenn man sich zu wenig bewegt, kommt man nicht hoch. Was soll der Mist? Boah. Fick das Spiel, ne? So. Und hopp, 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 und abspringen. So, der 28., 29. und 30. Welpe sind nach Hause gelaufen. Die Welpen haben sich alle im Dschungel versteckt. Und hopp. Und hopp. Und hopp, das war zu früh. Und hopp. Und hopp. Top. Top. Und top. Da kann man sicher raufklettern. Dann tun wir das mal. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, hier hätte man das Trio könnten machen. Scheiße. Wait, Kerchak! Please! You don't understand. I was only trying to. Ah, a snake slithered by. You see, I saved that poor gorilla's life. So, wir sind halt wieder hier. Der war nicht sehr nett, der Typ. Wollte den Gorilla doch was antun. So.
Erstmal schauen wir uns aber hier um. Wir sind ja nicht mehr unter Zeitdruck, um schnell einen Speicherpunkt zu finden. Es wäre zwar so langsam wieder an dem Punkt, die Folge mal einen Schnitt zu geben, aber diesmal schauen wir uns aber hier noch um, bevor wir hier noch einen Schnitt geben. Hier scheint so direkt nichts wirklich zu sein. Dann noch ein Stockwerk nach oben. Vielleicht sieht es oben besser aus. Okay, nicht wirklich. Und was haben wir denn hier? Nix. Wir steigen einfach nur eine meterlange Leiter hoch, oder wie? Eine Protiskette erhalten. So. Ich weiß nicht, wie wir in das Boot da kommen. Absolut keine Ahnung. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht von oben, aber wir springen damit nicht weit genug. Hier können wir speichern. Also könnten ich auch hier jetzt einen Schnitt machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts. Tschüss!